Ja, grüß dich, liebe Leute, hier ist wieder der Nader und weiter geht's mit Baut den Ford Mustang, und zwar der 43. So, und natürlich wie immer schauen wir uns erst das Heft an, dann die Bauteile und dann was gebaut werden kann. So, und ja, wenn es euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, da starten wir gleich los, würde ich sagen. Viel Spaß euch. So, da gucken wir mal in das Heftchen rein. Gut, auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter mit der Shelby-Story. Und zwar der GT40 in Sebring. Okay. Da ist sind wahrscheinlich irgendwelche Rennen wieder, das wird dann wieder schön erklärt. Und es gab wahrscheinlich auch irgendwie Siege. Ja. So, auf der rechten Seite geht es weiter mit dem Muscle Car, und zwar der Chevrolet Camaro ZZ8 1980. Jo, hammergeiles Biest. Hier sieht man schon wieder das Interieur. Und ja, ne, hier mit Motor und so weiter und so fort. Also wieder ein Top-Wagen, natürlich hier sieht man nochmal das Innere und natürlich die technischen Daten in tabellarischer Form. So, weiter geht's mit dem amerikanischen Traum, und zwar US-Rennlegende Mario Andretti. Okay, der wird natürlich auch wieder schön erklärt, natürlich was er für Rennen gefahren hat, wo er gefahren hat, was er für Siege eingeheimst hat und so weiter und so fort. So, dann kommen wir zur Bauanleitung, und zwar Abgasrohre und Schalldämpfer dieses Mal. Und ja, das sieht man hier wieder Schritt für Schritt, was getan werden kann, was getan werden muss. Und ja, genau. Ne? Gut, und hier sieht man nochmal auf der letzten Seite, was in dieser Ausgabe drin ist und was in der nächsten drin sein wird. Gut, jetzt schauen wir uns mal die Bauteile etwas näher an. So, und da haben wir ein bisschen größeres Tütchen dieses Mal. Schneiden wir mal auf. Upsi, nicht reinschneiden. Sonst wird es Mist. Ich tue mal Teile raus. Aha, okay. Ja, die Tüte ist leer. Und da schauen wir mal, was haben wir denn hier alles Schönes. Wir fangen natürlich wieder mit dem größten Teil an. Das klebt hier dran. Und zwar ist das hier das Teil. Das ist die, sind die Abgasrohre. Hauptteil. Ja, so sieht es aus. Ist aber Kunststoff. Aber so in so ein Chrom, also Silberchrom gehalten, also Chrom direkt ist es wahrscheinlich nicht ganz, aber so silbrig Chrom gehaltene Teile. Ne? Sind ganz nett. Ne? Gut. Ne? Dann haben wir hier noch die zwei Teile, und zwar sind es die Schalldämpfer obere Hälfte. Ne? Sind natürlich auch aus Kunststoff und so dieselbe Farbe wie die Abgasrohre. Ne? Und dann haben wir noch MP02 Schrauben und hier MP01 Schrauben. Okay. Mit was fangen wir jetzt an? So, ich bin mal hier ein bisschen weg. Natürlich erstmal mit diesen oberen Schalldämpferhälften. Die kommen nämlich hier drauf. So. Rechts und links. Zack, zack. Ne, und da hat man natürlich hier schon wieder vier Löcherchen. Und da kommen die MP02 Schrauben rein. Die schneiden wir gleich mal auf. So. Okay. Gut. Das sind ziemlich kleine Schrauben. Mal gucken, ob der Schraubendreher das überhaupt dreht. Ah ja, müsst ihr drehen. Und natürlich werden die ein bisschen zaghaft angedreht, weil die kommen ja wieder ins Kunststoff rein, also ein bisschen lauwarm. Ja. Dann hier rein. Dann hier vorne. Ja, eine. So. Und die letzte auch noch. Pop.
Die eine haben wir natürlich wie immer über. Okay, wenn wir das gemacht haben, holen wir unser Chassis her. So. Ja. Genau. Und ich werde jetzt mal die Kamera ein bisschen umsetzen, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, ich hoffe, das geht so. Ne? Denn wir wollen nämlich hier diese die Abgasanlage jetzt montieren. Und zwar haben wir hier, kann ich es mal kurz zeigen, hier solche Schlitze. Ne? Hier und drüben. Und da kommen dann hier diese Bolzen hier rein. Also, ich mache es mal vor. So und so. Bumm. Und das muss ich ganz kurz mal gucken. Diese Bolzen hier, die 2, 1 und 2, kommen dann hier in diese zwei Löcher rein, ne? Die man hier mit drüben hat. Also nochmal hier rein gefädelt. So, die Bolzen hier reingesteckt. So, mehr ist es nicht. Ne? Gut. So. Dann haben wir hier auch noch zwei Bolzen, die müssen auch noch hier rein. Okay, dann sieht es so aus. Okay. Und jetzt müssen wir das Chassis wieder drehen. Ich hoffe mal, dass das da dran bleibt. So. Und dann in diese Löcherchen kommen Schrauben, und zwar MP01 Schrauben. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die hin habe. Hier unten. Die mache ich natürlich wieder auf. So. So, gut. Und da haben wir 4 Löcherchen zu stopfen. Und zwar haben wir hier die 2. Ne? Und hier vorne die 2. Das sieht man aber schon, weil ja dieser Silber bzw. Chrom die Farbe durchschaut. Also ich schalte es mal ein bisschen von unten, mache hier schon mal eine rein. Wie gesagt, hier da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es geht wieder ins Kunststoff, gell? Da muss man wieder ein bisschen zaghaft machen. Nicht wie bei den anderen, die im Metall, der kann man richtig schnauf halten, solange die Schraube nicht durchdreht. Ne? Dann machen wir hier eine rein. Mal kurz mal gucken hier, das ist noch nicht richtig drin, so wie ich das möchte. Wenn es rausgehen soll, geht es natürlich nicht raus. Genau, jetzt haben wir sie drin. Wie gesagt, das sieht man eigentlich, ne, wenn diese Bolzen richtig ran sind. So. Und wie gesagt, man kann ja von unten ein bisschen unterstützen zu drücken, damit es dann nicht rausgeht. Und ja, dann passt das schon. Dann kommt hier vorne eine rein. Ja. Und auf der anderen Seite hier auch nochmal. Ja, die schon mal schön hochdrücken. Hören wir, dass da nicht mein Kopf so im Weg ist. Aber ich probiere schon, dass man da schon ein bisschen was sieht. So, ne? Schrauben sind alle drin. Wie gesagt, diese ist wieder mehr. Und ja. Dann war es das schon wieder. Ich drehe das Teil nochmal um. Oder ich tue erstmal hier diese Schrauben nochmal in den Nahen zeigen. Und dann drehe ich es nochmal rum. So, also, welche Schrauben haben wir denn jetzt nochmal eingedreht? Die 2 hier. Die 2. Und hier vorne die 2. Na? So, und jetzt drehen wir das Teil nochmal rum. Ich will gucken, ob ich das in einer Hand schaffe. So. Schön vorsichtig. Und schon ist das Teil dran und sieht richtig schick aus. Ne? Hier vorne, die Bolzen sind auch drin. Ne? Und ja, hier vorne, das wird dann wahrscheinlich dann später irgendwann mal passieren. Ne? Gut, also wie gesagt, das liegt auch über diesen Träger hier. Ne? Alles schicki. Okay. Gut. So, liebe Leute, das war die Ausgabe 43 von Bau den Ford Mustang. Und ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Also kann man bis jetzt nicht meckern.
Ne? Außer, wie gesagt, von der Lenkung, aber wie gesagt, werde ich erst sehen, wenn dann alles soweit gehen soll und dann, was nicht geht, dann kann ich erst meckern. Ansonsten werden wir sehen. Gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht und ja, ihr könnt natürlich auch gerne wieder in die Kommentare schreiben und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, euer Tornado, ich bin's raus und tschüss.